Es war Schulsporttag und Caillou konnte es kaum erwarten, anzufangen. Seine ganze Familie war da, um ihn anzufeuern. Also gut, Kinder, das Wettrennen fängt gleich an. Nehmt eure Position ein. Auf die Plätze. Fertig. Los! Caillou schoss aus der Menge. Er war allen voraus. Oh nein! Caillous Ei fällt runter! Caillou versuchte, sein Ei auszubalancieren, aber er konnte es einfach nicht. Oh nein! Caillou! Du schaffst das schon. Probier es weiter. Konzentrier dich, ruhig und stetig. Caillou, so! Gerade als Caillou dachte, es sei vorbei, beschloss er, nicht aufzugeben. Los, Caillou! Los, Caillou! Caillou erreichte das Ziel und er war sehr stolz auf sich. Als seine Freunde ihn hochhoben, war Caillou sehr glücklich. Er realisierte, dass das Dabeisein das Wichtigste war. Geschafft! Du warst so super im Wettrennen, Caillou. Nicht so gut wie du, Clem. Du warst so schnell. Viel zu schnell für mich. Danke, Caillou. Du bist auch ein Sieger. Du hast das Rennen beendet. Du hast weitergemacht, obwohl es schwer war. Wow, danke. Das hat viel Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Caillou. Mama, Papa, schaut euch das an. Toll gemacht, Caillou. Wir wussten, dass du es schaffst. Nun gut, was jetzt? Sieht aus, als wäre Rosi stolz auf dich. Heute nahmen Mama und Papa Caillou und Rosi mit in ein Freizeitbad, um einen spaßigen Tag zu verbringen. Caillou war ein guter großer Bruder und brachte Rosi das Schwimmen bei. Okay, Rosi. Du musst mit deinen Beinen strampeln. Ungefähr so. Probier du mal. Sehr gut, Rosi. Caillou, du bist ein guter Lehrer. Schau, die Kinder bekämpfen ein Piratenschiff. Die brauchen deine Hilfe, Caillou. Kapitän Caillou, eil zur Hilfe. Warte, Caillou, schmier dich erstmal mit Sonnencreme ein. Aber ich will die Piraten bekämpfen. Du kannst die Piraten nicht mit einem Sonnenbrand bekämpfen. Okay, Mama, beeil dich. Die Piraten dürfen nicht das Freizeitbad einnehmen. Das ist kalt. Halt still, Caillou. Perfekt. Was? Miau. Mama, ich kann so nicht die Piraten bekämpfen. Die lachen mich aus. Okay, Kapitän Caillou. Komm her. So, jetzt kannst du los und die Lage retten. Komm mit, Rosi. Lass uns das Piratenschiff versenken. Bereit? Ziehen? Feuer! Ja, Kamerad! Pass auf, Caillou.
Die Piraten greifen an. Keine Sorge, ich krieg ihn. Ah, Mann, der Bull! Geschafft! Ja! Das war es, Rosi. Wir haben die Piratenübernahme aufgehalten. Ja! Nach der ganzen Aufregung könnt ihr bestimmt eine Pause vertragen. Wollen wir uns auf dem ruhigen Fluss treiben lassen? Hört sich gut an. Das ist wirklich entspannend. Etwas langsam. Geht das auch etwas schneller? Lass uns ein Wettrennen zur Palme machen, Caillou. Okay. Hier komme ich, Caillou. Gewonnen! Geschafft! Sehr gut, Caillou. Warum ist die Schlange so langsam? Hab Geduld, Caillou. Das ist die längste Rutsche im Freizeitbad. Das Warten lohnt sich. Die längste? Können wir nicht auf die zweitlängste Rutsche? Keine Sorge, Caillou. Es gibt zwei Rutschen nebeneinander und wir können zusammen rutschen. Oh, okay. Bist du bereit, Mama? Ich habe etwas Angst. Hältst du meine Hand? Na klar, Mama. Ich beschütze dich. Okay. 3, 2, 1. Na, Caillou, das war doch gar nicht so schlimm. Danke fürs Handhalten, Caillou. Du bist mutig. Das war spritzenmäßig! Es war wieder ein gewöhnlicher Schultag. Das dachte Caillou zumindest. Plötzlich tat ihm etwas in seinem Mund weh. Caillous Zahn wackelte. Hey, seht! Der Zahn hier wackelt! Wow, Caillou! Die Zahnfee wird dich bald besuchen kommen. Hä? Na, die Zahnfee, Caillou! Wenn du einen Zahn verlierst, dann legst du ihn unter dein Kissen und dann wechselt die Zahnfee ihn für etwas Besonderes aus. Nein, Caillou, tu das nicht. Der fällt von ganz allein raus. Es sah so aus, als müsste Caillou geduldig sein. Caillou beschloss zu warten. Dennoch war er für den Rest des Tages so aufgeregt, dass er sich kaum noch im Unterricht konzentrieren konnte. Nach der Schule rannte Caillou aus dem Gebäude zu Oma. Er konnte es kaum erwarten, Mama und Papa von seinem wackelnden Zahn zu erzählen. Mama! Papa! Ratet mal! Mein Zahn ist locker! Wie toll, Caillou. Lass mich mal sehen. Sag Der sieht so aus, als fällt er fast raus. Doch nur fast. Caillou wartete. Und wartete. Und wartete. Bis plötzlich sein Zahn herausfiel. Sehr toll, Caillou. Wann kommt denn die Zahnfee zu mir? Zuerst musst du den Zahn unter dein Kissen legen. Sonst weiß sie es nicht und kommt auch nicht. Oh, ja, das stimmt. Kommt, wir gehen rauf.
Also, Caillou, leg ihn vorsichtig unter das Kissen. Wir sehen morgen früh, was die Zahnfee dir gebracht hat. Schlaf gut, Caillou. Gute Nacht, Mama und Papa. Caillou setzte sich auf und rieb sich die Augen. Plötzlich erinnerte er sich daran, dass etwas unter seinem Kissen liegen würde. Und dann, Caillou sah etwas in seinem Augenwinkel. Etwas leuchtete in einer Ecke seines Zimmers. Es war die Zahnfee. Oh, hallo, Caillou. Du hast einen Zahn verloren? Hast du immer deine Zähne geputzt? Was machst du mit den Zähnen, liebe Zahnfee? Na, natürlich ins Feenland. Wir bauen mit den Zähnen ein immer größeres Feenschloss. Wow. Oh, gute Nacht, Zahnfee. Gute Nacht, Caillou. Ich pass gut auf deinen Zahn auf. Vergiss am Morgen nicht, unter dein Kissen zu sehen. Caillou hatte den seltsamsten Traum. Plötzlich erinnerte er sich, setzte sich auf und warf sein Kissen zur Seite. Unter dem Kissen war eine hübsche Münze und eine Notiz. Lieber Caillou, danke, dass du deine Zähne so gut putzt. Alles Liebe von der Zahnfee. An einem weiteren vollgepackten Schultag bat Frau Martin die Kinder, leise zu sein. Sie wollte eine Ansage machen. Gut, Kinder, kommt zur Ruhe, kommt zur Ruhe. Okay, nun diese Woche veranstalten wir was Aufregendes. Eine Schul-Talent-Show. Die Klasse konnte es kaum erwarten, mit dem Üben anzufangen. Aber was sollte Caillou tun? Als er später am Tag nach Hause kam, sah er sich im Haus nach Sachen für die Talentshow um. Er probierte Seilspringen. Singen. Er probierte sogar zu tanzen. Er begann sich zu fragen, ob er jemals ein Talent für die Schultalentshow finden würde. Was ist denn los, Caillou? Ich weiß nicht, was mein Talent ist. Ich habe alles probiert. Also, hey Caillou, wie wär's damit? Was macht man denn damit? Also Caillou, das ist ein Zauberstab. Du kannst bei der Talentshow ein Zauberer sein. Hier. Okay, Papa. Was könnte ich jetzt zaubern? Warte mal hier, Caillou. Ich bin gleich zurück. Einen Augenblick später war Papa mit einer Kiste zurück. Es war eine kräftige Box mit der Aufschrift Magic Kit. Wow! Also, Caillou, als ich so alt war wie du, war das mein Zauberkasten. Nun ist es deiner. Nimm ihn mit zu deiner Talentshow und zeig allen, was du kannst. Ich sehe wie ein
Das tust du, Caillou. Und jetzt geh mal üben. Caillou übte und übte. Und am nächsten Tag war er bereit für die Talentshow. Aber nun war er nervös. Er war als nächstes dran. Hey, Caillou. Schon okay. Sei nicht nervös. Das wird toll. Ja, Caillou. Hab einfach Spaß beim Zaubern. Mein Name ist Caillou. Und ich bin Zauberer. Seht her! Caillou flüsterte die Zauberworte, berührte den Hut mit seinem Zauberstab und... Das ist Teddy, alle zusammen! Und nun zum nächsten Trick. Seht, was mit Teddy passiert, wenn ich das mache. Alle jubelten vor Begeisterung über Caillous Tricks. Er war sehr stolz auf sich. Es war Weltbuchtag. Alle Kinder waren sehr aufgeregt, sich wie ihre Lieblingscharaktere zu verkleiden. Aber keiner war so aufgeregt wie Caillou, der als Pirat verkleidet war. Los geht's, Klasse. Kommt hierher. Beruhigt euch, beruhigt euch. Wie ihr an euren Verkleidungen sehen könnt, heute ist Weltbuchtag. Das heißt aber nicht nur, sich schön zu verkleiden. Es geht darum, durch das Lesen fantasievoller zu werden. Ich habe hier Gutscheine. Nach dem Unterricht könnt ihr sie für ein Buch im Laden einlösen. Wow, Leo, sieh mal her! Caillou und seine Freunde konnten es kaum erwarten, die Gutscheine einzulösen. Sie überlegten lange, für welches Buch sie sich entscheiden sollten. Caillou und seine Freunde sahen sich die verschiedenen Gutscheine an. Sie hatten alle andere Farben und Bilder. Oh, cool! Du hast darauf einen Dino! Sieh mal Clementines an! Da ist ein Wolf drauf! Los geht's! Hm.
Caillou! Welche habt ihr denn? Caillou und seine Freunde konnten es kaum erwarten, mit ihrer entfachten Fantasie das Lesen zu beginnen. Caillou freute sich darauf, sein Buch mit nach Hause zu nehmen und Abenteuer als Pirat zu erleben. Caillou hatte seine Sommerferien sehr genossen. Er hatte Spaß dabei, Freizeitparks zu besuchen, im Garten mit Papa und Gilbert zu campen und im Park mit Rosie und seinen Freunden zu spielen. Aber jetzt war es wieder an der Zeit, zur Schule zu gehen. Guten Morgen, Caillou. Zeit zum Aufstehen. Du willst doch nach den Ferien nicht gleich zu spät kommen. Muss ich zurück in die Schule, Mama? Ja, Caillou. Der Sommer war toll, aber nun geht's wieder in die Schule mit deinen Freunden. Außerdem, willst du nicht deine neue Brotdose rumzeigen? Oh ja, das will ich! Und schau, Caillou, hier am Ende deines Betts sind deine neuen Schuhe. Und dein neuer Rucksack. Soll ich dir beim Anziehen helfen? Schon okay. Ich kann mich schon allein anziehen. Okay, ich werde deine Brotdose mit einer besonderen Überraschung füllen. Überraschung? Ganz genau. Etwas Besonderes für deinen ersten Schultag. Hey Caillou, siehst gut aus. Bist du bereit, wieder in die Schule zu gehen? Ja, fast. Hilfst du mir mit den Schnürsenkeln? Setz dich zu mir, ich helfe dir. Zuerst nimm die eine Seite und leg sie unter die andere und form ein Kreuz. Dann formen wir ein Hasenohr aus beiden Schnürsenkeln und legen sie übereinander. Dann läuft der Hase um den Baum und dann hinunter in sein Loch. Und fertig! Wow! Probier doch mal den anderen. Ich forme ein Kreuz. Dann geht der Hase in sein Loch, dann geht's um den Baum. Na dran, Caillou. Üb weiter und du schaffst es bald ganz allein. Caillou, sieh nur an, wie du dich ganz allein fertig gemacht hast. Papa, half mir mit den Schnürsenkeln. Ist meine Überraschung fertig? Hier ist die Dose. Du darfst nicht reinschauen, bevor es Mittag ist. Sonst ist es keine Überraschung mehr. Versprochen! Wir sollten jetzt los, Caillou. Hast du die Zähne geputzt? Nein, ich putze sie mir gleich. Du siehst älter aus. Caillou putzte seine Zähne extra gründlich, sodass sie alle glänzend weiß aussahen. Nun, Caillou, hab einen schönen Schultag. Denk an die Überraschung. Schau, da ist Emma. Hi, Emma. Dinosaurierbrote. Passend zur Dose, Caillou. Wow. Und eine Banane mit meinem Namen drauf. Wie ist die so gewachsen? Wow, das habe ich noch nie gesehen. Meine Überraschung. Es war ein Familientag und Caillou konnte es kaum erwarten, den botanischen Garten zu erkunden. Wow! Seht euch die Farben an! Komm schon, Rosi, wir sollten uns umsehen. Oh, herrlich! Das, Rosi, ist eine Sonnenblume. Und die ist gelb wie die Sonne, siehst du? Sonnenblume! Ist gelb. Okay, und diese hier ist weiß, so wie der Mond. Wie heißt die, Mama? Nun, die hier, das ist eine Mondblume. Wow! Okay.
Okay, Sonnenblumen sind... gelb. Und Mondblumen sind... weiß. Eine Rose. Eine Rose. Eine rote Rose. Rosen sind rot. Und Veilchen sind blau. Sonnenblumen sind gelb. Und Ranunkeln auch. Mondblumen sind weiß. Blätter sind grün. Habt ihr jemals so viele Farben gesehen? Was ist das? Das sind Pollen, Caillou. Davon kann man niesen. Gelb, gelb. Das stimmt, Rosi. Komm mit, Rosi. Gehen wir doch in den Irrgarten und suchen den Springbrunnen. Ich muss die Mitte des Irrgartens finden. Dort ist der Springbrunnen. Aha! Da geht's lang! Ich hab mich verirrt. Toll, dass du uns trotzdem gefunden hast. Wie hast du das gemacht? Ich hab das Plätschern des Springbrunnens gehört und bin dem Geräusch in die Mitte des Irrgartens gefolgt. Ganz toll gemacht, Caillou. Das hast du wirklich sehr schlau gelöst. Nun, Caillou, manchmal fühlt man sich verloren. Aber es kann auch ein Abenteuer sein. Caillou hatte viel Spaß dabei, den botanischen Garten zu erkunden. Besonders, wenn er nicht allein im Irrgarten, sondern mit seiner Familie zusammen war. Das habe ich von meinem Onkel bekommen. Wow! Damit können wir ganz viele Streiche spielen. Was machen wir zuerst? Ich weiß nicht. Such du doch was aus, Caillou. Oh! Wirklich lustig, Jungs. Oh, hi Leo. Hallo Caillou. Wie kann ich euch zwei helfen? Wir haben für dich Erdnüsse, Papa. Magst du welche? Für mich? Das ist sehr lieb von dir, Caillou. Danke. Oh, ihr habt mich erwischt. Okay.
Hallo Rosi, Caillou, hi Leo. Hallo. Oma, magst du etwas Saft? Oh, na klar, Caillou. Ich bin schon etwas durstig. Rosi, willst du mir mit den Eiswürfeln helfen? Eiswürfel! Eiswürfel! Vielen lieben Dank, ihr zwei. Oh, oh, guter Gott! War das ein Streich? Ja! Warte, schau. Morgen nach der Schule gibt es ein Fußballprobetraining. Wollen wir hin? Schuss, Caillou. Danke, Papa. Ich werde der beste Fußballspieler überhaupt. Vergiss uns nicht, wenn du ein Superstar bist. Caillou, sowas brauchen wir, um den Pokal beim Wettkampfspiel nächste Woche zu gewinnen. Verschossen. Tja, Caillou, gib weiterhin zu ihr ab. Vielleicht trifft sie das nächste Mal. Ich will gewinnen. Das wirst du auch, Caillou. Aber dafür müsst ihr als Mannschaft zusammenarbeiten. Los geht's, Caillou. Foul
Spiel. Bist du okay, Caillou? Au! Ich glaube, ich kann den Freistoß nicht machen. Dara, spring für mich ein. Aber wenn er wieder vorbeigeht, Caillou. Du schaffst das, Sarah. Der Meisterschaftspokal geht nach Greenwood! Okay, Klasse, das Wochenende nähert sich. Wir müssen sehen, wer das Klassentier Gerald mit nach Hause nimmt. Nun, wer will ihn mitnehmen? Caillou, warum nimmst du Gerald nicht mit? Dann kann ich ihn füttern, mit ihm spielen und er kann morgen in seinem Ball herumlaufen. Nun raus aus den Federn! Es gibt Frühstück. Komm schon, Mama sagt, du kannst in deinem Ball spielen. Caillou, Leo ist hier. Hier, Gerald. Hey, Caillou. Leo, bist du hier, um Gerald zu sehen? Ich wollte ihn gerade nach draußen bringen. Klar. Damit er Bewegung bekommt, habe ich ihn in seinen Ball gesetzt. Oh nein. Was ist los, Caillou? Wo ist Gerald? Er war hier und jetzt ist er weg. Mama, ich habe Gerald in seinen Ball gelassen und jetzt ist er verschwunden. Alles gut, Caillou, wir finden ihn.